Asche gegen Buchsbaumzünsler. Hilft sie wirklich? Der Buchsbaumzünsler ist wohl der schlimmste Schädling des Buchsbaumes. Eine Möglichkeit, gegen ihn vorzugehen, ist der Einsatz von Asche. Hier erfahren Sie alles zum Hausmittel Asche gegen Buchsbaumzünsler. Allgemeines: Beim Buchsbaumzünsler handelt es sich um einen Schädling aus Ostasien, der auch als Zünsler bekannt ist. Er gehört zu den invasiven Spezies und ist wohl die häufigste Buchsbaumkrankheit. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Falter auch in Mitteleuropa heimisch. Verantwortlich für Schäden an den Buchsbäumen sind die Raupen des Schmetterlings, da sie die Pflanze komplett kahl fressen können. Hat er den heimischen Garten erstmal erreicht, ist es schwierig, ihn wieder loszuwerden. Eingeschleppt wird der Schädling zumeist durch Transporter, Lieferwegen oder Gartenservices. Buchsbaumzünsler erkennen. Es gibt einige Merkmale, mit denen Sie den Buchsbaumzünsler eindeutig erkennen können. Die Entwicklung von der Raupe zum Falter dauert etwa 3 Wochen, wenn die Temperaturen um die 20 Grad haben. Bei niedrigen Temperaturen kann es jedoch etwas länger dauern. Die grünen Raupen sind etwa 5 cm lang und tragen auf ihrem Kopf schwarze Punkte. Eine Woche nach dem Verpuppen der Raupen kommt der Buchsbaumfalter zum Vorschein. Erkennen lässt sich der nachtaktive Schmetterling an seinen weißen Flügeln, die braune Ränder aufweisen. Die Spannweite beträgt etwa 4 cm. Mit gerade mal 9 Tagen ist die Lebenserwartung des Buchsbaumzünslers recht kurz, weshalb rasch neue Eier abgelegt werden und sich die Zünsler somit schnell vermehren können. Daher ist die richtige und rechtzeitige Bekämpfung extrem wichtig. Asche gegen Buchsbaumzünsler. Die Wirkung. Das Bestäuben des Buchsbaumes mit Holzkohleasche ist ein gängiges Hausmittel zur Bekämpfung dieser Tiere. Die Wirkung ähnelt der von Schmierseife. So hat auch die Holzkohle alkalische Effekte, die der Buchsbaumzünsler nicht verträgt. Durch das Bestäuben der Buchsbaumblätter sterben die Zünsler ab. Asche gegen Buchsbaumzünsler. Anwendung. Um die Wirkung von Asche zu gewährleisten, muss sie mit Wasser aktiviert werden, wobei es schon ausreicht, sie mit Wassernebel zu besprühen. Für optimale Ergebnisse sollte diese Behandlung jeden Tag erfolgen. Jedoch wird die Aschemethode als weniger effizient als eine Schmierseifenlösung angesehen. Eine besondere Variante ist die Anwendung von Agniotra-Asche, die besonders wirksam gegen Buchsbaumzünsler sein soll. So reicht eine zweimalige Behandlung meist aus und schon nach 10 Tagen zeigt sich die positive Wirkung. Die Agniotra-Asche gilt auch als Homöopathikum, da sie für eine natürliche Balance des Buchsbaumes sorgt. Das Rezept der Agnihotra stammt aus Indien. Gewonnen wird diese Asche aus Bio-Reis, Bio-Ghee und getrocknetem Kudung. Dafür erfolgt ein besonderes indisches Feuerritual. Grundsätzlich bestäubt man die Zweige und Blätter des Buchsbaumes einfach mit der Asche. Auch bei dieser Variante ist eine Aktivierung durch feinen Wassernebel erforderlich. Bei erfolgreicher Behandlung treiben die ersten Blätter schon nach 3 Tagen wieder aus. Und nach 10 Tagen sollen die Schädlinge vollständig verschwunden sein. Manche Gartenbesitzer sind fest von der Wirkung von der Agiotra-Asche überzeugt, andere halten sie jedoch für nutzlos. So konnte die tatsächliche Wirksamkeit bislang nicht nachgewiesen werden. Asche gegen Buchsbaumzünsler. Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil der Asche gegen Buchsbaumzünsler ist, dass für den Baum und Pflanze im Allgemeinen keine Gefahr besteht. Aus biologischer Sicht gilt die Asche als unbedenklich. Außerdem lässt sich das Naturerzeugnis durch einen heimischen Kamin oder Grill einfach herstellen. Allerdings hat die Methode auch einige Nachteile. So wird die Asche teilweise durch den Sprühnebel wieder weggespült. Auch wenn es windig ist, gestaltet sich die Anwendung eher schwierig. Wird die Asche gegen den Buchsbaumzünsler zu häufig verwendet, kann dies außerdem Veränderungen vom pH-Wert des Bodens zur Folge haben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.